Herzlich willkommen zum Football Manager 2016. 31. Spieltag. Heimspiel gegen Hannover 96. Und ich habe beim letzten Mal am Ende gesagt, also vor ein paar Minuten, werden wir jetzt noch zweimal gewinnen. Ja, ist verrechnerisch wahrscheinlich dann auch sicher, aber dann sollte man schon für Europa qualifizieren. Und interessiert mich nicht. Und dann ist das wirklich eine Saison, die kann man als Aufsteiger gar nicht hoch genug loben. Ja, ich erwarte denke Sieg. Das Hinspiel war schlecht gegen Hannover, ganz schlecht, haben wir 2-0 verloren, aber wir haben hinten nicht viel zugelassen, aber wir hatten nach vorne wirklich gar keine Aktion, glaube ich, mich zu erinnern. Gucken, wenn Rakowski wieder fit ist, der ist ja dann noch 2 Tage K.O. und dann ist er wieder fit. Oh, geiles Tor. Und Russo auf Kleinheißler. Kleinheißler, spricht man den wahrscheinlich in den nur mit einem, ist Kleinheißler. Dann werde ich mal sehen, ob ich Rakowski da gerade wieder ins Tor stelle. Mal sehen. Ein Gral hat gegen Stuttgart wirklich einmal wurde er gebraucht, super gehalten in der letzten Folge, weil das ist der andere schon einen Tag her, aber gegen Stuttgart der Mino, gegen Wolfsburg haben wir zwar 2 Gegentore bekommen, aber er hat auch überragend gehalten. Oh, jawohl, 2-0 nach 9 Minuten, perfekt. Owusu erst vorgelegt, jetzt getroffen und schlecht trainiert, was ist denn das? Ja, jetzt mit Ginczek auf Platz 2 bei der internen Bundesliga-Torjäger-Liste in meinem Verein. Wo war ich jetzt gewesen? Achso, bei Gral in Wolfsburg hat er auch super gehalten, gegen Dortmund, naja, es lief nicht so ganz gut. Das 1-0 nach der Ecke war ein Fehler. Wäre es gut, wenn man im Gegensatz zum Wolfsburg-Spiel so eine Heimführung mal verteidigen. Oder zu Hause da weniger Probleme haben. Stankovic lässt Haller einfach laufen, warum auch immer. Ich würde sagen, wir lassen auch nicht viel zu, aber jetzt kommt Hannover langsam rein. Standards? Oder kontern wir sogar mal? Den macht er doch nicht. Er legt drüber, den macht er. Das ist ein sicheres Tor? Das ist ein Tor, das ist erst drin. Boah, grandios gekontert von Owusu auf Kleinheißler. Owusu erst 1 Tor, 2 Vorlagen. Perfekte Leistung bisher. Super gekontert nach der Ecke. Das sieht überragend aus bisher. Lehnt sich bitte niemand zurück. Jetzt stellen wir auf die Kontertaktik um. Wenn mein Team vielleicht noch Lust auf mehr hat. Englische Woche steht an. Außerdem sicher ist sicher, aber die Punkt-Vordifferenz rettet uns eh nicht mehr. Sörensen für Ben Hatira. Die Tabelle wollte ich euch leider zeigen, also die Tordifferenz, wir haben glaube ich 4. Leverkusen hat 27, die Bayern und Schalke auch so ungefähr. Ich sehe gerade Schalke, Moment. Unterschiedlich viele Punkte, natürlich wenig aussagekräftig, wenn die hier 2 Spiele weniger haben als wir, aber... Oh, Schalke schon wieder verloren. Das ist ein typischer Bayern-Dusel, also beim Manager ist bei mir immer so, egal wie... Wenn die Bayern noch einen Spieltag vor Schluss 2 Punkte Rückstand haben, dann verliert oder Spieltag verliert der Konkurrent oder gewinnt zumindest nicht. Und die Bayern werden noch Meister. Und wo ist es denn hier? Natürlich haben sie verloren. Wie soll es auch anders sein? In der 90. Ja, Bayern-Dusel könnte man meinen. Aber Tordifferenz bei uns plus 6. Bei den anderen hier wird auch nicht viel besser. Auch Wolfsburg noch ein bisschen gut, aber ansonsten stechen wir da zwar nicht heraus, aber wir fallen noch nicht sehr ab. Schalke, Bayern und Leverkusen natürlich mit weitem Abstand. Bremen gegen Darmstadt, Abstiegsduell. Jetzt auch noch für die 4 Teams um alles. Ja, nee,
Detlef für Klein-Heißler. Hoffenheim grätscht wieder oben rein, aber die können uns gar nicht mehr einholen, wenn wir das gewinnen sollten. Die haben nämlich nur noch zwei Spiele. Wechsel vergessen, naja, machen wir ohne dritten Wechsel. Ich ganz auf die Tabelle geguckt habe. Aber souverän zu Ende gespielt, 3:0, perfekt. Im zweiten Halbzeit kein Bein ausgerissen, aber das müssen wir auch nicht. Sehr, sehr genialen Leistung heute. Klein Heißler geschont. Klein Heißler wird uns nicht verlassen. Wir haben sehr gut gespielt. Das ging fix. Auch hier Spitzenstuhl. Bayern, natürlich die Bayern, Ausgleich in der 90. Minute. Das ist wieder so typisch. Schon Meister werden, der Manager schon dafür sorgen. Aber wir immer noch auf Platz 4, das ist eigentlich kaum zu fassen. Irgendwo stand doch mal, den Platz wir noch belegen können. Denn da müsste ich jetzt nicht durchrechnen, weil wenn noch Teams gegeneinander spielen, wird das ja mit eingerechnet bei der möglichen Endplatzierung. Dann kann ich das irgendwo hier gucken. Sicherheit ist sehr gut. Erster bis siebter. Das ist, würde ich mal sagen, überragend, denn dadurch haben wir die Europa League sicher, weil Gladbach gegen Bayern im Pokalfinale stehen. Gladbach, oder? Gladbach gegen Bayern. Außer Gladbach rutscht noch auf Platz 8, dann ist natürlich nicht. Schon mal sehr gut. In Darmstadt und zu Hause gegen Düsseldorf müssen wir ja nicht unbedingt zweimal verlieren. Jetzt könnte man uns vielleicht sogar auf Platz 5 oder 6 retten, das war nicht mal in die Europa League Qualifikation müssen, sondern direkt in der Gruppenphase starten. Schlägt Dortmund. Jetzt was geändert? Nö. Aber das müsste ich doch eigentlich auch, wenn ich hier auf Wettbewerbe gehen sehe, sehen, oder? Nö. Dann nicht. Nur 5 Punkte zu den Konkurrenten, das ist gar nicht so viel. Also siebter, weil Hoffenheim kann uns nicht mehr ein und Dortmund, auch so Wolfsburg könnte uns theoretisch noch einholen. Die haben 9 Punkte Rückstand bei 3 ausstehenden Spielen. Na gut, da dürfen wir natürlich gar keinen Punkt mehr einfahren. Wolfsburg müsste alle einfahren. Also wenn wir jetzt in Köln 1 Punkt holen. Wenn wir in Köln gewinnen, sind wir sicher in der Europa League Gruppenphase, denn dann können die uns auch nicht mehr einholen. Wer bist du? Agasidasee. Kowski ist wieder da. Jetzt gerade natürlich die letzten paar Spiele auch überragend gehalten.
abwarten und Tee trinken. So Klein Heißler ist wirklich sehr gut. Unglaublich, dass wir die Europa League erreichen. Da muss jetzt eine gute Auswärtsleistung in Köln folgen. Und zumindest einen Punkt möchte ich gern mitnehmen. Gerade bleibt man noch im Tor, Rakowski ist auch noch nicht ganz fit. Akamori so bitterauf gesperrt, dann geht gleich Petzos wieder zurück in die Mannschaft. Also wenn Rooney ein bisschen auf die Bank gehen. Kann ich mir viele Veränderungen jetzt vornehmen zum Schlussspurt. Jetzt bin ich wieder bei 100%. Bei 92%. Oh, da werden sie meistens. Also zeig mir, was sie drauf. Ich probiere es mal, aber gucken, ob sie nervös werden. Ich hoffe nicht. Letztes Jahr, als es um Aufstieg ging, haben sie ja dann erstmal in Bochum 3:0 oder so verloren, dass ich gesagt habe, wir können aufsteigen. Und als ich dann gegen Freiburg gesagt habe, kein Druck. Ich erwarte nur, dass ihr die Fans glücklich macht, haben sie dann gewonnen. Souverän. Während in Bochum dann ganz schlecht lief vorher. Wieder ein Standard und wieder nach 2 Minuten wie gegen Dortmund, das kann doch nicht wahr sein. Und jedes Mal anders. So können wir doch nicht jedes Mal starten. Mann. Wolfsburg spielt direkt gegen Gladbach. Können ruhig ein bisschen mehr kommen. Weniger. Die scheiß Standards bringen uns jetzt am Ende noch um alles. Aber die ist eine Lethargie. Ich komme mir vor wie letztes Jahr in Bochum. Das ganz simple Gefühl, wir gehen heute wieder unter. Denn mein Team, das zeigt ja gar nichts, hier kommt ja gar nichts. Der Gegner liegt in Führung und hat nicht mal Sorgen, also. Gefühlt ist das Spiel schon vorbei. Oder wir machen halt sowas. Noch Klein Heißler, auch Nakamori. Wir kommen ins Spiel zurück, aber lassen die Chancen hinken. Für Nakamori machst du dich schwer, aber den muss er nur zurücklegen. Also es war schon eine eindeutige Chance, aber muss er halt zurücklegen. Wir haben unsere Chance vergeben. Oh, wer hat da super gegrätscht? Das will ich nochmal sehen. Langkamp müsste es sein, wenn das da ist, ist Langkamp, oder? Langkamp, genau. Super Grätsche.
ausschlafen. Auf was fliegst du denn nicht rüber? Auf Owosu, bist du bekloppt? Mann. Das war nicht gut heute. Eigentlich war es gar nicht schlecht, aber wir liegen zurück. Also gibt's Schimpfe. Ja, einmal geklärt, reicht noch nicht lang kam. Jens Grahl, Glanzparade. Hier will wohl jemand im Tor bleiben, die nächsten beiden Spiele. Nakamori war eigentlich schon durch. Und wieder ein dummer Ball. Und schon wärmer ausgekontert. Aber diese eine Ecke nach 2 Minuten, die bricht uns bisher immer noch das Genick. Ich wollte gerade sagen, Halimi. Och, oi. So, Nakamori, halt genug gesehen von dir heute. Ich gebe dir mal als zweiten Stürmer noch die Chance. Ich sollte meine Stürmer nie 2 Spiele am Stück drauf lassen, das funktioniert, geht immer in die Hose. Können wir auch Eckentore? Tor! Nakamori, er macht es tatsächlich. Sehr schön. Ich sollte meine Stürmer immer 2 Spiele am Stück drauf lassen. Mann, wieso holst du dir den Ball? Wieso lässt du den laufen? Ui. Nach dem 1-1 fallen wir hier schon wieder ein ganz schlechtes Muster. Was ist denn das, Angban? Jetzt reicht's. Konzentriert euch, Leute. Verdammt nochmal. Wieder den Ball verlierst, Ben Hatira. Tor! Gegen das Mikrofon. Klein Heißlatsch bringt mich in Führung. Unglaublich. It's so good. Ben Hatira, Halimi, Angban. Da noch ein Innenverteidiger draußen, oder? Die Diego Demme habe ich nur noch. Uiuiui. Dann geht's wieder in die Innenverteidigung. Boah, Klein Heißler, perfekt. Das richtig hier? Sehe ich das ernsthaft richtig? Haben wir da gerade einen Freistoß über 3 Meter zum Gegner gespielt? Ey, wir verlieren, wir kriegen keinen Ball mehr. Mann, ey!
fällt er denen natürlich wieder vor die Füße. Zum Mäusemelken hier. Unglaublich. Das fällt gerade noch super und dann... Hier schläft Eda Langkamp. Mann, 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 ey. Jetzt verlieren wir das Ding noch. Wer hat den entscheidenden Fehler macht? Angmann, Den Hatira. Immer Kandidaten dafür. Wir waren schon vorm Tor. Petzos heute. Mann, Leute, in der 89. Minute und da ist der Punkt auch noch weg. Ist das dumm. Vor allem, wir waren gerade mit Nakamori im Strafraum. Wir waren im Strafraum, jetzt verlieren wir hier in Köln. Da Gladbach hinten liegt, ein Punkt hätte uns 6 Punkte vor Gladbach gebracht und Wolfsburg hätte uns nicht mehr einholen können. Da wären wir sicher Fünfter und jetzt so eine Scheiße. Das ist dumm, man sieht, es mangelt dem Team noch an der Nervenstärke. Da fehlt's an allen Ecken und Enden. Und sowas, so einen Punkt musst du zumindest nach Hause bringen, wenn du hier sogar in Führung gehst. Ganz viele individuelle Fehler. Das ist wieder eine sehr, sehr ärgerliche, dumme Niederlage. Das ist sehr, sehr bitter. Das ärgert mich zutiefst heute. Natürlich haben wir spät verloren, das ist ärgerlich. Jetzt noch gegen Darmstadt. Die sich ja auch noch retten wollen, dann gegen Düsseldorf. Wolfsburg kann noch mal Druck ausüben. Spielt ihr vielleicht noch gegen Köln? Nee. Spielst du vielleicht noch gegen Gladbach? Wenigstens spielen die beiden noch gegeneinander, das ist natürlich auch mindestens einer der beiden punktet. Die Kölner 5 Punkte weg haben können, die Gladbacher 6 Punkte, Wolfsburg 7 Punkte und das hätte vollkommen ausgereicht. Das ist einfach nur unglaublich ärgerlich. Ui, die Bayern patzen. Und doch nicht die Bayern Meister werden? Auswärts in Darmstadt wird sehr schwierig. Die werden mit Mann und Maus alles versuchen zu verteidigen, was geht. Weil die wollen ja den Sieg haben, die wollen ja schließlich die Klasse halten noch. Zumindest noch die Chance haben, das zu schaffen.
richtig, dass die Verträge auslaufen. Und mit dem Sieg rehabilitieren. Ich denke, ich bin gut vorbereitet. Kein Kommentar. In Köln, ein Punkt wäre wirklich heute in einem so wichtigen Duell gegen den direkten Konkurrenten, das wäre extrem wichtig gewesen und dann sowas. Müssen wir es jetzt besser machen? Sieg sind wir sicher in der Europa League, auch in der Gruppenphase. Wenn uns dann weder Gladbach noch Wolfsburg mehr was können. Mit einer Niederlage kann Köln vorbeiziehen oder Gladbach rankommen und Wolfsburg auch. Also können es uns nur selbst versauen. Wie gerade, das holen wir auch in Darmstadt nichts. Den Spiel glaube ich 4-0. Also unsere Konkurrenz Wolfsburg hat ein Heimspiel gegen Frankfurt, Köln spielt gegen Gladbach. So, Rakowski zurück ins Tor. Zwei gesperrte Leute. Rechtsverteidiger. Das mal davor. Noch wäre nicht richtig fit. Ja gut, es war englische Woche gewesen. Bittroff und Dämmer erstmal in die Mitte. Aber Klein Heißland, Halimi sind genauso wenig fit. Machen wir es so. Mit Wayne Rooney. Obwohl dann eher Yamada. Machen wir eine sehr improvisierte Aufstellung. Letztes Auswärtsspiel. Aber Gigi wird wohl heute hoffentlich mal wieder was leisten. Tut es für die Fans. Yamada. Yamada bin ich mir noch unschlüssig, ob ich dem noch eine Chance geben sollte. Deswegen will ich ihn heute noch mal sehen. Rooney kriegt eh keinen neuen Vertrag. Dann soll er lieber Yamada die Chance bekommen. In Düsseldorf werden wir dann wahrscheinlich in Bestbesetzung antreten.
Und wenn der Limi den Ball hat, denke ich mir, entweder es gibt gleich ein Tor für uns oder ein Tor für den Gegner. Da ist die Chance dahin. Mann, ey. Könnten wir uns das hier leisten? Och, Yamada. Kann doch nicht wahr sein, immer diese Scheiße. Schon wieder dumm ausgekontert worden. Wie immer eine Krise zur Unzeit. Kann doch gar nicht wahr sein. Die schießen zwei Tore und zweimal aufs Tor und treffen zweimal. Unglaublich. Ich weiß ja nicht, wer hier Vierter ist und wer hier Vorletzter. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Eigentlich hätte ich ja Yamada rausnehmen müssen. Och, oi, 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 Petzos. Oh, Yamada spielt gar nicht schlecht. Betroffen war Stankovic. Wollen wir auch zu Hause gegen Düsseldorf nicht, das steht fest. Himmel hilf. Katastrophal. Das ist heute nicht so schlimm, dass wir hier verlieren. Das war in Köln noch dieses 89. dieses 2-3 kassiert haben, das schmerzt extrem, weil es ein direkter Konkurrent war. Dass wir heute hier untergehen, ja, was soll's. Viel schlimmer ist die Niederlage in Köln. Die ärgert mich gerade richtig. Die ärgert mich immer noch. Was hier passiert, na gut. Da hätten wir es 3-2 machen können. Wir sind zu viert da lang gelaufen. Dann so ein Pass. Ja. Jetzt kriegen wir noch eins.
Darmstadt natürlich brutal, wieder mal brutal und extrem effizient. 5 Chancen, 4 Tore. 4 Chancen, 1 Tor. Also wir spielen heute wie ein Absteiger. Und mit der Leistung haben wir wirklich in der Europa League nichts verloren. Auch in Köln, das war... Darmstadt spielt wie ein Team, was unbedingt einen Klassenerhalt will. Schlechteste Saisonleistung. Absolute Katastrophe. Wolfsburg hat nicht gewonnen. Gladbach hat verloren. Perfekt. Damit sind wir auf jeden Fall sicher Fünfter. Fünfter ist auch das Wichtige, denn wenn jetzt Gladbach ist ja im DFB-Pokalfinale, wenn die das gewinnen sollten, rutschen wir auf Platz 6 im Endeffekt im Ranking und müssen damit aber auch in keine Gruppenphase. Wir haben die Gruppenphase damit auch direkt im Sack. Das ist das, was zählt, das ist schon mal wichtig. So, wir haben den 4. Platz jetzt abgegeben. Eine Leistung, die mit schlecht eigentlich noch zu nett umschrieben ist. Gott, du spielst erstmals international. Steffi war es gut, ja. Tor war schön. War richtig schlecht heute. Ich stelle mich eigentlich immer vor mein Team, aber das gab heute keinen Grund, warum ich das machen sollte. Nicht nach so einer Leistung. Besser laufen. So. Ich denke mal, wir werden jetzt in der Folge die Saison noch abschließen. Nehmen das Düsseldorf-Spiel jetzt noch mit rein. In der nächsten Folge machen wir dann Teamstatistiken. Das werde ich mir gleich mal aufschreiben. Also Statistiken. Gucken wir uns an, wer wie wo gut war. Teams wie auch Spieler. Sehr schön. Wayne Rooney, Doppelpack. Und dann gucke ich mal, ob ich eine Nationalmannschaft übernehme. Ich vielleicht nicht selbst, sondern ein neuer stellter Trainer. Oder ich werde gucken, ob ich über dieses Cheaten nicht... Ne, machen neuen Trainer, übernehmen die Nationalmannschaft und trete zurück, ob sich dann jemand für mich interessiert. Aber es hat damals auch nicht funktioniert. Warum sollte es jetzt klappen? Nationalmannschaft, Ligastatistiken. Ja. Das ist das, worauf ich hinaus will. Schalke hat noch mehr Punkte gegen die Bayern gut gemacht. Zu Hause gegen die Frankfurt Meister werden. Die Bayern spielen in Hoffenheim. Ja, so. Wo ist Schalke? Hier. Tatsächlich kann Schalke Meister werden. Besser als die Bayern ist für mich auf alle Fälle. Wenn wir jetzt so spielen wie gegen Darmstadt oder wie die letzten 20 Minuten gegen Köln, wenn wir gegen Düsseldorf auch baden gehen. Wir haben es zweimal überhaupt gewonnen.
sonst ist der Europa League Kampf natürlich noch extrem. Ja, vier Teams mit 50 Punkten. Du kannst am Ende auf die Tordifferenz ankommen. Gegen Köln ist bitter, sonst hätten wir jetzt den vierten Platz wahrscheinlich schon fast in der Tasche. Das immer noch Champions League Qualifikation. Das finde ich für einen Aufsteiger utopisch, dass ich mich jetzt aber aufrege, dass wir nicht in die Champions League kommen. Aber es war halt lange Zeit so eine Rückrunde möglich und jetzt im Nachhinein. Das finde ich bitter, wenn man es am vorletzten oder drittletzten Spieltag in der 89. Minute herschenkt. Ich meine, theoretisch können wir es noch aufholen, indem wir jetzt gewinnen und Köln nicht, aber. Mit derzeitigen mentalen Verfassung, was die letzten beiden Spiele gezeigt haben, wird das schwierig mit gewinnen. Sigurd, mittlerweile will ich dich nicht mehr. Wer wird Meister? Wer kommt in die Europa League? Wenn die nächste Spiele, die Ergebnisse stimmen. Wir haben nicht die beste Ausgangsqualifikation. So. Ich persönlich mag die Art extra Druck. Das ist ja ein Streich. Es fehlt einfach an Qualität. Ja, das für Champions League haben wir für den fünften Platz haben wir definitiv zu wenig Qualität in der Abwehr. Offensive ist, wie ich finde, sehr stark. Das ist ja schon das ganze Display über meine Stärke, die Offensive so oft zu stellen. Erstens personell und auch taktisch, dass da viele Tore fallen. Aber es zieht sich halt auch durchs Let's Play, dass es defensiv sehr, sehr katastrophal wird. So, 1-1 meiner zweiten Mannschaft gegen HSV zweite. Ich denke, die nächste Saison wird übrigens ganz schlecht laufen, weil wenn man dann als Aufsteiger, zweite Saison ist sowieso schwierig und dann noch mit internationalen Geschäften an der Backe. Müssen wir mal gucken, da kann das Ziel eigentlich auch nur der Klassenerhalt sein. Es kann natürlich sein, dass ich entlassen werde, weil der Vorstand mehr fordert und ich das nicht schaffe. Mal sehen. Steffen Friedrich. Was hier vorgeht. Steffen Friedrich verabschiedet sich eher vom Verein, indem er jetzt vom Feld fliegt und damit nicht am letzten Spieltag noch spielen darf. Mittelfeld wird aber nicht bekommen. So, jetzt nehmen wir jetzt noch mit das Spiel. 34. Spieltag. Aber doch noch mal gucken. Zwei Teams sind direkt für die Gruppenspiele qualifiziert. Okay, dann sind wir das definitiv. Auch wenn Gladbach jetzt noch den DFB-Pokal gewinnt. So, ich schicke jetzt gerade wieder ins Tor. Check und Mavididi. Du noch mit. Für Rooney gibt es kein Abschiedsspiel mehr.
hier in dem System spielen. Attacke. Heute nochmal 2-2-3-3. Die offensive Power sollten wir haben. In dem Heimspiel gegen den letzten. Zeigt mir, was ihr drauf habt und lasst den Negativlauf hinter euch. Stadion ist ausverkauft. Fans werden das Team feiern, egal was kommt. Solange wir nicht führen, bräuchten wir nach Köln gucken. Sein. Ah, wie der konnte gar nicht mehr vergeben werden. Aber anscheinend doch. Schalke geht in Führung, das heißt Schalke wird deutscher Meister. Schalke darf nur nicht verlieren, alles das mehr brauchen sie nicht. Denn Leute hier? Geht zu Hause gegen die abgestiegenen Letzten. Gut, die haben natürlich nichts zu verlieren. Das ist ja katastrophal. Das ist besser als wir. Du meinst, die kommen mit dem Druck nicht klar. Ganz danach sieht es aus. Boah, ganz wichtiges Tackling. Der Tag, an dem Schalke deutscher Meister wird. Oh Mann.
So Leute, Köln liegt hinten. Aber wenn es jetzt nicht stört, mein Team hat einfach die Nerven nicht. Du hast zur 60. eingewechselt. Köln ist sogar am Verlieren. Es fehlt uns ein verdammtes Tor zu Hause gegen den abgestiegenen Letzten. Wir schaffen es nicht. Es ist so unglaublich. Wenn wir die Europa League haben, jetzt ist es gerade extrem frustrierend. Oh Mann, ey. Katastrophe. Da war die Champions League da gewesen und wir haben sie weggeworfen. Mann, ey, das ist dumm. Sehr, sehr ärgerlich. Boah, das ärgert mich gerade wirklich riesig. Ja, es kommt wieder zurück, dieses Last-Minute-Tor in Köln. Bricht uns jetzt das Genick. Nächstes Jahr obere Tabellenhälfte. Beim nächsten Mal dann gucken wir uns die Statistiken an, Liga wie auch Spieler. Gucken wir, wer den DFB-Pokal gewinnt und dann gucken wir mal wegen Nationalmannschaft für die EM. Ansonsten machen wir dann Transferplanung, Kaderplanung. Wir haben die Europa League erreicht, immerhin, aber auch wenn es gerade sehr bitter ist. Beim nächsten Mal freue ich mich dann wahrscheinlich mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin.